Was haben Drohnen und Dachdecker gemeinsam? Richtig, die sind beide in luftigen Höhen unterwegs. Wer ein Dach decken möchte, der muss das Ganze ausmessen, der muss sich einen Überblick verschaffen. Das kostet Zeit und Geld und das kann auch gefährlich sein. Und genau da kommt das Startup AirTeam ins Spiel. Ortstermin Berlin-Weißensee. Guido Kunze, der Drohnenpilot des Startups AirTeam, macht sich für seinen Einsatz bereit. Seine Kundin ist heute die Hausbesitzerin Melanie Scholz. Sie möchte das Dach ihres Mehrfamilienhauses vermessen lassen. Wir planen, eine Solaranlage auf das Dach zu machen, draufzubauen. Und dazu hätten wir gerne nochmal extra die Maße von den Bereichen, wo die Paneele aufgestellt werden könnten. Es kann losgehen. Die Drohne des AirTeam-Piloten steigt auf und beginnt mit dem Rundflug über das Dach des zu vermessenden Gebäudes. Das Wetter ist gut. Für den Job des Drohnenpiloten fast ein bisschen zu gut. Heute ist es eigentlich perfekt zum Fliegen. Suboptimal aber für die Dachaufnahmen, da wir Schattenbildung haben und damit die Software nicht so gut klarkommt. Aber an sich ist das Wetter perfekt zum Fliegen. Ich habe kaum Wind, ich habe Sonnenschein, ich habe eine sehr gute Sicht. Das Startup AirTeam, für das Guido Kunze heute im Einsatz ist, wurde im Herbst 2018 gegründet und hat sich auf die digitale Vermessung von Dächern spezialisiert. Ein Service, den Melanie Scholz schon häufiger genutzt hat. Nur zu gut erinnert sie sich daran, wie solche Dachvermessungen vorher abliefen. Wir sind mit zwei Leuten oder auch mit dreien auf die Dächer dann geklettert und haben mit Zollstock und Maßband und Lasermessgerät dann natürlich später auch die Dächer vermessen. Das bedeutet eben, dass man zum Beispiel auf dem Bauch auf dem Flachdach liegt und die Schrägdachfläche mit dem Laser in die Dachrinne misst. Das ist natürlich nie so genau wie bei jetzt bei so einer Vermessung mit der Drohne. Und es ist natürlich auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Es ist ja jetzt nicht ganz ungefährlich, auf so einem Dach rumzuklettern. Gegründet wurde das Berliner Start-up von Thomas Gorski und einem Kollegen. Mit Häuserdächern hatten die beiden vor der Gründung nichts zu tun. Ihre Leidenschaft war das Drohnenfliegen. Wir sind quasi eigentlich von unserer privaten Leidenschaft gekommen. Wir haben alle mit Drohnen zu tun, haben dort erste Aufnahmen gemacht und haben dann eigentlich so aus der Leidenschaft eigentlich unser Business gemacht, haben dann eigentlich gesehen, wo kann man es am besten nutzen. Und haben dann gesehen, im Bau macht das total viel Sinn und als erstes dort, wo es irgendwie sehr gefährlich ist und weit oben ist, das waren die Dachdecker, mit denen haben wir gestartet, machen jetzt auch Fassadenvermessungen, auch für Solarunternehmen. Und da kann man eigentlich ganz schön so seine private Leidenschaft mit dem Business auch zusammenbringen. Je nach Dach benötigen die Drohnenpilotinnen des Startups 30 bis 60 Minuten, um die notwendigen Aufnahmen zu machen. Aus den sich überlappenden Fotos errechnet der Algorithmus des Startups Modelle mit allen für die Kundinnen notwendigen Informationen. Das ist zum Teil schon automatisiert, das heißt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Und zum anderen ist noch ein Teil manuell, beziehungsweise auch die Qualitätskontrolle. Und dann liefern wir am Ende ein 3D-Modell und einen kompletten Aufmaßbericht für den Kunden. Die Arbeit von AirTeam überzeugte auch Auftraggeber mit ganz anderen Anliegen. So bekamen Thomas Gorski und sein Team im Frühjahr einen Auftrag des Berliner Grünflächenamtes. Dieses brauchte für den Bau von Pop-up-Radwegen eine Vermessung verschiedener Straßenzüge. Sie sind auf uns zugekommen, dass sie gerne diese Pop-up-Fahrradwege halt möglichst schnell und möglichst akkurat vermessen wollen. Und das haben wir uns dann diese Herausforderung angenommen, weil wir auch alles passionierte Fahrradfahrer sind und die Knappheit der Fahrradwege in Berlin kennt, glaube ich, jeder und die Enge und haben uns da gefreut, auch dass wir eigentlich ein bisschen was auch für uns selber machen können und damit auch dann in der Corona-Krise was dazu beitragen können, dass der Sicherheitsabstand eingehalten wird. In Berlin-Weißensee ist Drohnenpilot Guido Kunze mit seiner Arbeit fertig. Für ihn ein absoluter Routineeinsatz. Es war ein relativ einfacher Auftrag. Das Dach war sehr einfach gehalten. Es gibt natürlich Dächer, die sind mehr verwinkelt, hat man mehr Gauben, ja, aber dieses Dach war sehr, sehr einfach, also innerhalb von einer halben Stunde erledigt. Mit über 500 freien Drohnenpilotinnen in ganz Deutschland arbeitet AirTeam heute zusammen. Geht es nach dem Gründer, werden sie für sein Startup in Zukunft auch andere Aufträge erledigen. Ein ganz spannender Bereich ist eigentlich der Neubau, da die Baufortschrittskontrolle hört sich immer so einfach an. Baufortschritt, machen wir ein paar Fotos, aber es ist eigentlich total komplex, weil halt sehr viele Leute auf diesen Baustellen sind. Man weiß eigentlich nicht genau, wo was passiert. Und das versuchen wir genau wie die Dächer zu vereinfachen, indem wir ein ganz einfaches 3D-Modell liefern und das mit den Plandaten abgleichen können. Und das wird, glaube ich, einen riesen Mehrwert für die Baubranche liefern.
Es läuft also gut für Thomas Gorski und sein Team. Und egal, ob es mit dem Schritt in neue Bereiche klappt, am Firmenstandort Berlin gibt's in den kommenden Jahren sicher genug Dächer zum Vermessen.